Live vom 28.12.2022, Reinhard Hirtler, übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Prophetische Perspektive für das Jahr 2023. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, all meine Freunde. Ich dachte zuerst, dass ich dieses Live nur auf Portugiesisch mache, weil Daniel nicht hier ist und Gracie auch nicht. Aber wenn ich nur Portugiesisch spreche, können dies die Leute auf den anderssprachigen Kanälen nicht übersetzen. Deshalb danke, Matthäus, dass du hier bist. Du hast Anteil daran, dass Menschen auf dem ganzen Globus davon berührt werden. Eigentlich hatte ich gar nicht vorgehabt, für dieses Jahr eine prophetische Perspektive weiterzugeben. Es liegen ein paar sehr arbeitsreiche Monate hinter mir und wir werden heute für 5 Wochen nach Europa reisen. Doch letzte Woche spürte ich einfach das Drängen, ein paar Tage mit Fasten und Beten zu verbringen, und der Herr begann in dieser Zeit sofort zu mir zu sprechen. Deshalb sagte ich zu Matthäus: Ich denke, ich muss eine prophetische Perspektive weitergeben. Kannst du mir helfen? Hier sind also die Dinge, die Gott mir spezifisch für das kommende Jahr und für diese Zeitperiode gezeigt hat. Das Erste, was er zu mir sagte, war: Es wird Trennungen, göttliche Verbindungen und Wiedervereinigungen geben. Ich fragte den Herrn: Was meinst du damit? Als ich ihn das fragte, hörte ich einen Lärm, der so laut war, dass ich ihn beinahe mit meinen physischen Ohren hören konnte. Ich saß in meinem Sessel mit Jesus und ich hörte diese Stimme und es war sehr, sehr real. Und der Herr sagte zu mir: Das, was du hörst, ist der Lärm aus Hesekiel 37. In dieser Bibelstelle wird Hesekiel in das Tal der Totengebeine geführt und plötzlich kommen diese Knochen zusammen und werden miteinander verbunden. Das muss einen unglaublichen Lärm gemacht haben. Und am Ende war dort, laut Bibel, eine riesengroße Armee. Der Herr sagte: Und genau das beginne ich zu tun. Ich bereite meine Armee der letzten Tage vor. Es wird keine menschliche Vereinigung sein. Es wird eine Vereinigung im Geist sein. Deshalb sagte er: Das Erste, was du erleben wirst, sind Trennungen. Es gibt Menschen, die mit anderen Personen verbunden sind, doch so können sie nicht Teil dieser Armee sein. Sie können so Gottes Bestimmung nicht erfüllen. Deshalb werde ich zu ihnen sprechen und mein Geist wird sie bewegen und sie werden sich entscheiden, sich zu trennen. Einige von diesen Trennungen werden schmerzhaft sein, aber die Personen werden es tun, weil sie dem Heiligen Geist folgen werden. Zusätzlich wird es eine neue Ausrichtung auf göttliche Verbindungen geben, anstatt auf menschliche, kluge und strategische Verbindungen. Also, stell dich auf Trennungen und auf göttliche Verbindungen ein. Und dann sagte der Herr: Doch es wird auch Wiedervereinigungen geben. Ich fragte: Herr, was meinst du mit Wiedervereinigungen? Erklär mir das bitte. Er sagte: Einige haben sich von anderen aus fleischlichen Gründen getrennt oder aufgrund von Beleidigungen und aus falschen Motiven. Doch diese Personen sollten eigentlich miteinander verbunden sein. Und wisst ihr was? Ich sah im Geist, wie viele geschiedene Personen ihre früheren Partner wieder heirateten, von denen sie sich scheiden ließen, denn sie hatten sich aus all diesen falschen Gründen getrennt. Der Geist des Herrn wird zu ihnen sprechen und sie werden den Bund wiederherstellen. Aber hört bitte genau hin, ich sage damit nicht, dass sich jeder, der sich getrennt hat, nun wieder verbinden muss. Das sagt Gott damit nicht. Gott hat mir vielmehr gezeigt, dass sich Menschen aus falschen Gründen getrennt haben, es war niemals sein Wille,
Und diese Personen werden wieder miteinander verbunden werden. Und dann begann Gott zu mir zu sprechen und er sagte, Reinhard, dies ist nicht nur auf mein Volk beschränkt. Du wirst sehen, wie das in ganz vielen verschiedenen Bereichen geschieht. Es wird im Privatleben von Menschen passieren, in Gemeinden und sogar im politischen Bereich. Selbst auf Staatsebene und in der Geschäftswelt wird es geschehen. Und der Herr zeigte mir, dass es Unternehmen gibt, die nicht florieren, weil sie mit den falschen Personen verbunden sind. Dies ist eine Art Neuausrichtung, die Gott in diese Welt bringen wird. Während Menschen danach streben, sich an Gottes Herz auszurichten, kann Gott die richtigen Menschen an den richtigen Orten miteinander verbinden. Ich hörte, wie der Geist Gottes sagte, ich werde das mit Kraft in die Welt hineinsprechen. Leute, ihr werdet hören, wie Gott sagt, göttliche Ausrichtung, göttliche Ausrichtung, göttliche Ausrichtung. Gott ruft eine göttliche Ausrichtung aus. Er hat das bereits im Geist gesprochen. Doch als ich genauer hinschaute, sah ich noch etwas anderes, das mir nicht gefiel. Aber ich sah es. Ich sah viele verletzte Menschen. Und Gott tat nichts, um sie zu heilen. Das bestürzte mich wirklich und ich sagte, Herr, das muss dir doch wehtun, so viele verletzte Menschen zu sehen. Selbst jetzt, wenn ich das sage, spüre ich diesen Schmerz. Und der Herr antwortete, dies sind die Personen, die sich der göttlichen Verbindung widersetzen. Deshalb werden sie verletzt. Und es gibt nichts, was ich tun kann. Es tut mir auch weh, aber ich kann nichts dagegen tun. Das Zweite, was Gott zu mir sagte, war, dass es einen starken Wandel innerhalb der Kirche geben wird. Und er betonte dabei jedes Wort. Es wird eine starke Bewegung von einem Platz zu einem anderen Platz geben. Und der Herr sagte zu mir, jetzt werde ich darauf bestehen, der Leiter meiner Gemeinde zu sein. Und der Herr sagte, ich werde die Leitung über mein Volk einfordern. Wir werden erleben, dass Jesus selbst viele Situationen in der Kirche entstehen lässt, um die Menschen weg von Personen und direkt zu Jesus selbst zu ziehen. Plötzlich werden die Menschen so entschieden darauf achten, dass Jesus selbst ihr Leiter ist. Und dann wird ihnen ein liebender Jesus begegnen. Sie werden einem fürsorglichen Jesus begegnen. Aber sie werden Jesus auch als starken Leiter kennenlernen. Jesus sagte, viele meiner Kinder haben sich an menschliche Leiter gehängt, weil sie einen starken Leiter wollten. Doch nun werden sie mich als starken Leiter kennenlernen. Und dann sagte der Heilige Geist, schau zu, wie sich Römer 11, 22 in der Gemeinde erfüllen wird. In Römer 11, 22 steht, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Und Jesus sagte, ich werde mich meinem Volk als derjenige zeigen, der freundlich ist, aber auch als derjenige, der ihr starker Leiter ist. Das Volk Gottes wird eine Bewegung des Geistes erleben, durch die echte Buße hervorgerufen wird. In einer Vision sah ich riesengroße Gemeindeversammlungen, in denen der Geist Gottes anfing, sich zu bewegen. Er zeigte den Menschen, dass sie den starken Leiter Jesus durch starke menschliche Leiter ersetzt haben. Und ich sah, wie eine komplette Konferenz gestoppt wurde. Niemand konnte mehr predigen, weil alle weinend auf dem Boden lagen und erkannten,
wie sehr dies das Herz von Jesus verletzt hatte. Viele Leiter werden plötzlich erkennen, was sie getan haben, und sie werden die Schafe freilassen, damit sie Jesus nachfolgen können. Dies wird so einen großen Wandel hervorrufen. Es wird eine so große Veränderung des Denkens innerhalb der Gemeinde stattfinden. Anschließend führte mich Jesus in dieser Vision in eine schreckliche Wüste, in der Millionen von verlorenen Schafen waren. Buchstäblich Millionen. Sie waren vollkommen verloren. Sie rannten umher und wussten nicht, wohin sie gehen sollten und was in der Zukunft passieren würde. Sie hatten sich aus vielen verschiedenen Gründen von Gottes Volk getrennt. Und nun haben sie sich verirrt. Ich sah Menschen aus allen Nationen, die nur noch in der Wüste herumwanderten. Und dann sah ich, wie Jesus in die Wüste ging, und er suchte nach diesen verlorenen Schafen. Plötzlich ging der Hirte seinen eigenen Schafen nach, die beschlossen hatten, sich von der Herde zu trennen. Und ich sah, wie Jesus sich hinunterbeugte, um die Schafe hochzuheben. Und dann wird Jesus Folgendes tun. Jedes Schaf, das sich wirklich danach sehnt, wird er hochheben und in seine liebenden Arme nehmen. Und er wird anfangen, all die Wunden zu heilen, die das Schaf dazu gebracht haben, in die Wüste zu gehen. Ich sah, dass sich einige Schafe weigerten, dies anzunehmen. Doch die Mehrheit der Schafe rannte in die Arme von Jesus, ihrem Hirten. Und während sie sich in die liebenden Arme des Hirten auslieferten, sagte Jesus zu mir: Reinhard, die meisten von ihren Wunden sind selbst verschuldet, auch wenn sie anderen die Schuld dafür geben. Sie beschuldigen ihre Leiter, sie beschuldigen andere Menschen, doch in Wirklichkeit sind sie selbst der Grund für ihre Schmerzen. Ich fragte: Wie kann das sein, Jesus? Sie wurden doch von anderen Personen verletzt. Und Jesus antwortete: Nein, sie haben Menschen mehr vertraut als mir. Deshalb wurden sie so verletzt. Sie haben sich entschieden, sich von Menschen zu trennen, die sie lieben sollten. Deshalb wurden sie verletzt. Sie haben ein egoistisches Leben geführt und sind anderen Menschen aus selbstsüchtigen Gründen nachgefolgt. Deshalb wurden sie verletzt. Und der Herr sagte: Aber ich werde ihre Wunden heilen. Und dann sagte er Folgendes zu mir: All jene, die mir erlauben, ihre Wunden zu heilen, werde ich vollkommen wiederherstellen. Ich werde sie mit den richtigen Personen verbinden und ich werde anfangen, sie zu gebrauchen. Plötzlich sah ich, wie Jesus diese verlorenen, verwirrten Schafe in der Wildnis in die Arme nahm, und ich sah, wie sie geheilt wurden. Ich sah, wie sie mit den richtigen Schafen verbunden wurden, und ich sah, wie sie gebraucht wurden, um viele andere zum Hirten zu führen. Und ich sah die Begeisterung im Herzen Jesu. Aber dann sah ich noch etwas anderes, das mich wirklich beunruhigte. Einige von diesen Schafen in der Wüste weigerten sich, zurück zum Hirten zu kommen. Und dann sah ich, wie eine ganze Reihe von diesen verletzten Schafen sogar anfingen, sich miteinander zu verbinden. Und sie rechtfertigten den Zustand, in dem sie sich befanden. Sie beschuldigten andere, und je mehr sie das taten, desto mehr kam eine Täuschung über sie, die ihre Augen vollständig blind werden ließ. Und dann standen in dieser Gruppe der verblendeten Schafe Leitungsschafe, Leithammel auf. Doch diese Leitschafe waren genauso getäuscht wie alle anderen. Ich sah also, wie blinde Schafe anfingen, andere blinde Schafe zu leiten. Verletzte Schafe leiteten verletzte Schafe. Verwirrte Schafe leiteten verwirrte Schafe. Und das Einzige, was sie dadurch bewirkten, war, sie erzeugten
noch größere Blindheit, noch größere Verwirrung und mehr Schmerz. Und Jesus, der Hirte, konnte nichts tun, weil sie sich entschieden hatten, so zu handeln. Das Dritte, was Gott mir gezeigt hat, war, dass in der geistlichen Welt eine neue Ebene des Aufeinanderprallens von Mächten entstehen wird. Gott zeigte mir, was in der geistlichen Welt vor sich geht, und es ist wirklich schlimm. Es gibt in diesem Moment böse, böse Mächte in der geistlichen Welt, in der dämonischen Welt, die die totale Kontrolle der Macht vorbereiten. Und genau diese Gedanken legen sie in die Herzen der Menschen hinein. Deshalb werden wir erleben, dass auf vielen Ebenen in dieser Welt ein unwahrscheinlich großer Machtkampf stattfinden wird. Der Herr zeigte mir, dass dies auf politischer Ebene stattfinden wird. Das, was wir gerade in Europa zwischen Russland und der Ukraine sehen, sind nur die ersten Samen von dem, was geschehen wird. In diesem Augenblick findet in der geistlichen Welt eine Vorbereitung statt, um die Kontrolle und Macht zu erhalten. Und wir werden sehen, wie sich die politischen Parteien innerhalb einer Nation bekämpfen wie nie zuvor. Wir werden das sogar innerhalb von Familien erleben. Wir werden es in jedem einzelnen Lebensbereich sehen. In Gemeinden, Familien, in der Politik, in Nationen, weltweit. Wir werden schockiert darüber sein, was in einigen großen globalen Unternehmen passieren wird. Es sieht so aus, als ob dies gute Unternehmen wären, doch hinter den Kulissen findet ein Machtkampf statt. Und der Herr sagte zu mir, ich werde anfangen, Licht hineinzubringen. Durch die Nachrichten werde ich Dinge veröffentlichen, die hinter den Kulissen stattfinden und die sehr schockierend sind. Und dann zeigte mir der Herr noch etwas. Er sagte, einige Personen, selbst einige Christen, also solche, die sich Christen nennen, sind so verblendet durch ihren eigenen Stolz, dass sie noch nicht einmal erkennen, was sie tun. Sie haben sich immer wieder dafür entschieden, sich Gott zu widersetzen, und nun erkennen sie gar nicht mehr, was sie tun. Sie werden alles tun, um für die Macht zu kämpfen, selbst wenn sie dadurch viele Leben zerstören. Ihr werdet also ein Aufeinanderprallen der Mächte erleben. Menschen wollen Macht haben und sie tun alles dafür, egal was es kostet. Doch ich sah, dass mitten in diesem schrecklichen Chaos die wahre Macht auftrat. Menschen werden aufstehen, die in der wahren Macht des Reiches Gottes vorangehen, und sie werden dies durch Demut demonstrieren. Die Demütigen und die Sanftmütigen werden das Königreich besitzen. Ich sah Personen, die sich nicht als mächtig betrachten. Sie gingen durch die Straßen und demonstrierten die wahre Macht des Reiches Gottes. Diese Menschen werden nicht um die Macht kämpfen, doch sie werden mit Macht vorangehen. Und dann sagte der Herr zu mir, dass viele Menschen durch die Liebe zum Geld motiviert sind, denn Geld ist mit Macht verbunden. Und Gott sagte zu mir, Reinhard, ich suche nach Menschen in meinem Volk, denen ich den Reichtum der Nationen anvertrauen kann. Er sagte, ich möchte, dass die Reichtümer der Nationen von meinen Kindern verwaltet werden, nicht von bösen Menschen. Deshalb suche ich nach meinen Kindern, die das für mich tun werden. Und er sagte, es gibt drei Bedingungen für meine Kinder, damit sie die Reichtümer der Nationen verwalten können. Das erste ist Demut. Wer nicht in Demut vorangeht, dem kann ich nichts anvertrauen. Zweitens müssen sie zu 100% darauf vertrauen, dass ich ihr Versorger bin. Sie können nicht auf ihre eigene Stärke vertrauen. Und das dritte, was er sagte, war,
Ihre Herzen müssen vollkommen frei von jeder Form der Liebe zum Geld sein. Der Herr sagte, wenn ich Kinder finde, die in Demut leben, die wissen, dass ich ihr Versorger bin und nichts anderes, und die niemals das Geld lieben, dann werde ich anfangen, ihnen die Reichtümer der Nationen anzuvertrauen. Und der Herr sagte, das Einzige, was mir wirklich zeigen kann, wer dafür qualifiziert ist, ist die Überprüfung der Herzen. Deshalb wird Gott anfangen, die Herzen seiner Kinder zu überprüfen, um zu sehen, wer bereit ist, die Reichtümer der Nationen zu verwalten. Ich glaube, dass es eine unglaubliche große Erschütterung und eine Verschiebung von Finanzen auf globaler Ebene geben wird. Wenn wir denken, dass die finanzielle Welt stabil sei oder wenn wir denken, dass sie voll und ganz in der Hand der Welt liegt, werden wir ein paar Überraschungen erleben. Es wird eine große Erschütterung in der globalen Finanzwelt geben. Das vierte und letzte, was der Herr zu mir sagte, war: Reinhard, wer Ohren hat zu hören, wird hören. Und wer Augen hat zu sehen, wird sehen, wenn er das wirklich will. Ich sagte, okay, kannst du mir das bitte ein bisschen genauer erklären, Herr? Daraufhin zeigte er mir Folgendes. Er sagte, diejenigen, die ein echtes Verlangen danach haben, meine Stimme zu hören und die meine Offenbarungen und Geheimnisse wirklich sehen wollen, die werden hören und sehen. Ich sah, wie eine ganze Generation von Propheten aufgestanden ist. Ich sah, wie überall auf der Welt Menschen aufstanden, die die Geheimnisse Gottes sehen konnten und die Gottes Stimme selbst hören konnten. In dem Maß, in dem sie sich danach sehnen, Gott zu hören und seine Geheimnisse zu sehen, werden sie das auch erleben. Der Herr fängt dabei sehr klein an. Es ist wie ein Klopfen an die Herzen dieser Personen, aber sehr sanft. Und er wird schauen, wer darauf reagiert, wer wirklich hören will und wer wirklich sehen will. Und dann werden diese Menschen anfangen zu hören und zu sehen. Und es wird eine neue, faszinierende Reise in ihrem Leben sein. Und das nächste, was der Herr mir gezeigt hat, war so schwerwiegend, dass ich es sorgfältig niedergeschrieben habe. Er sagte, aber diejenigen, die sich nicht ernsthaft danach sehnen, zu hören und zu sehen und so weiter, sie sagen, dass sie sehen und hören wollen, aber sie wollen nicht ernsthaft sehen und hören. Sie versuchen Abkürzungen zu nehmen, indem sie den Propheten nachjagen, um die Geheimnisse in Gottes Herz zu erkennen. Und Gott sagte, diese Personen werden fünf Dinge erleben. Das erste ist Enttäuschung. Sie werden so enttäuscht sein, weil sie Menschen nachjagen, um die Geheimnisse Gottes herauszufinden. Sie sagen, dass sie hören und sehen wollen, doch in Wirklichkeit wollen sie nicht in der Tiefe vom Herrn alleine hören. Und das Zweite, was sie erleben werden, ist Desillusionierung. Das Dritte, was sie erleben werden, ist Verwirrung. Je mehr sie versuchen, den Propheten nachzujagen, um herauszufinden, was Gott sagt, desto verwirrter werden sie. Das Vierte, was sie erleben werden, ist Wut. Sie werden wütend auf Gott werden, sie werden wütend auf die Propheten sein und am Ende werden sie wütend auf sich selbst sein. Und die Wut wird die Verwirrung ihres Herzens zeigen. Und das Fünfte, was ihnen widerfahren wird, ist Frustration. Und der Herr möchte, dass diese Personen verstehen, dass sie diese Dinge erleben, weil ihre Augen nicht wirklich sehen und ihre Ohren nicht wirklich hören wollen. Sie entscheiden sich nicht ernsthaft, den Herrn zu suchen und für sich selbst die Geheimnisse seines Herzens zu finden. Doch diejenigen, die tatsächlich hören und sehen wollen, werden anfangen, mehr zu hören und zu sehen als jemals zuvor.
Eine prophetische Generation wird aufstehen und der Herr wird ihr Lehrer sein. Dies sind die vier Dinge, die der Herr mir gezeigt hat. Nun möchte ich Matthäus ebenfalls Zeit geben, um die Dinge zu teilen, die Gott ihm für diesen Zeitabschnitt prophetisch gezeigt hat. Hast du etwas, Matthäus? Matthäus fährt fort. Ja, ich habe etwas. Ich hatte drei ganz einfache und schnelle Eindrücke für das Jahr 2023. Der erste Eindruck, den ich hatte, bezieht sich auf die bösen Taten in dieser Welt. Der Herr hat mir gezeigt, dass der Teufel nun handelt, weil er Angst hat. Er handelt nun auf eine andere Weise als in der Bibel. In der Bibel sehen wir, dass der Teufel durch Menschen handelt und sich das an einer merkwürdigen Verhaltensweise zeigt. Doch heute sehen wir, dass der Teufel durch Menschen wirkt, indem sie absolute Ideologien verteidigen. Der Herr hat mir gezeigt, dass Christen wachsam sein müssen, dass sie das Evangelium nicht in eine Ideologie verwandeln, die verteidigt werden muss. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die sich im Übernatürlichen manifestiert. Wenn wir in den Krieg der Ideologien eintreten, dann treten wir in einen dämonischen Kampf ein. Und wir werden in diesen Kampf nicht nur eintreten, wir werden in diesem Kampf auch enden. Als zweites sah ich eine sehr deutliche Bewegung innerhalb der Kirche. Ich hatte das Empfinden, dass alles, was getan werden muss, bereits getan wurde. Die Institutionen der Kirche können den Leuten nichts mehr geben, was diese Menschen erwarten. Ich hörte, wie der Heilige Geist mir sagte, dass die Institution der Kirche demontiert werden wird. Und als ich sah und hörte, wie die Institution der Kirche demontiert wird, sah ich, dass dadurch endlich der Fluss Gottes unter seinem Volk freigesetzt werden kann. An der Stelle, an der groß angelegte, von Menschen erschaffene Strukturen waren, ließ dieser Fluss nun Wälder entstehen. Und ich hatte den Eindruck, dass es von nun an nur noch eine einzige Struktur geben würde. Und zwar eine Struktur, die vom Schöpfer selbst spontan freigesetzt wird. Denn kein einziger Mensch kann einen Wald erschaffen. Und der dritte Eindruck, den ich für das kommende Jahr hatte, war folgendes. Ich hörte, wie der Heilige Geist sagte, die Christen werden anfangen zu verstehen, was Jesus damit meinte, als er zu seinen Jüngern sagte, wer nicht seinen Vater, seine Mutter, seinen Bruder und seine Schwester hasst und dazu sein eigenes Leben, der kann mir nicht nachfolgen. Das ist der letzte Eindruck, den ich hatte. Reinhard fährt fort. Matthäus, ich bin so dankbar für dich, du hast keine Ahnung. Manchmal tut mein Herz ein bisschen weh, weil du so weit weg von mir bist. Doch immer, wenn mein Herz weh tut, sage ich, Jesus, wir müssen beide unserer Bestimmung folgen, deshalb ist das okay. Ich liebe dich so sehr und ich bin so froh, dass wir beide Jesus dienen können. Danke, dass du mit mir in dieses Live gekommen bist. Wir werden dieses Live speichern und es wird in viele Sprachen übersetzt werden. Jesus tut wunderschöne Dinge. Danke und tschüss.